Kleines Problem. Lauf! Was hast du getan? 47 Minuten und 23 Sekunden zuvor. Reparierst du gerade ein MacBook? Nein, ich zerstöre ein MacBook. Wieso? Ja, Stressbewältigung. Du folterst ein MacBook zur Stressbewältigung? Das ist wirklich dein erstes Mal im First Level, oder? Der First Level Support ist die erste Ebene des IT-Service und Anlaufstelle Nummer 1 für die banalsten aller Probleme von Mitarbeitern. Zählt Verkäufer im Apple Store auch als First Level? Nein, es ist erst First Level, wenn du Turnschuhe brauchst. Ich bin immer so der Barfußtyp. Dann bist du noch nie auf einen Schutzkontaktstecker getreten. Nö. Hast du irgendeine Ahnung, worauf du dich hier einlässt? Du hast mich doch schon eingestellt. Warum fragst du mich das jetzt? Ich hab dich eingestellt, weil du lange Haare hast und Metal hörst. Das feiere ich ja auch. Auch wenn es ein bisschen diskriminierend ist. Hast du Bluthochdruck? Was? Nein, ich habe eher zu niedrigen Blutdruck. Dr. Bauer, mein Faxgerät ist am... Morgen nicht mehr. Wenn du das sagst, Doc. Den hab ich gebacken. Oh. Sie müssen auf Ersetzen drücken. Nein, auf Überspringen. So ein Quatsch. Darf ich der Diskussion des Ältestenrates beiwohnen? Herr Becker will eine Datei verschieben. Und jetzt stellt uns der Computer Fragen. Die richtige Antwort ist Ersetzen. Ersetzen ist nie gut, deshalb Überspringen. Meine Herren, dies ist kein Touchbildschirm. Guten Morgen, die Damen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Entfernen Sie bitte den Akku aus meinem MacBook. Warum sollte ich das tun? Damit er leichter fürs Handgepäck ist. Frau Ludwig will jetzt remote arbeiten. Ersetzen! Ich logge jetzt Überspringen ein. Ein Dialogfeld ist keine Quizshow. Sie müssen schon selbst wissen, ob Sie eine Datei ersetzen wollen oder nicht. Sie sind ein echt mieser Telefonjoker. Okay, dann fragen Sie doch einfach das Publikum. Frau Brücke-Weinhauser. Antwort C, Dateien vergleichen. Gute Wahl. Ruhe auf den billigen Plätzen. Das war mal Ihr Arbeitsplatz, schon vergessen. Jetzt habe ich einen besseren. Naja, die neuen Geräte sind wirklich nicht dafür konzipiert, den Akku zu entfernen. Aber es muss doch irgendwie gehen. Ja, das sollten Sie lieber nicht tun. Wenn Sie die Akkus verletzen, dann könnten sie explodieren und ein Höllenfeuer entfachen. Dr. Bauer foltert MacBooks zur Stressbewältigung. Ja. Ersetz! Hä? Was ist das denn? Eine gute Frage. Ist es A, moderne Kunst, B, die Matrix, C, ein Barcode oder D, kein Touchbildschirm? Haben wir irgendwo Sand? Sand? In Zimmer 3 brennt ein Lithium-Akku, das Feuer. Sollten wir vielleicht eindämmen. 280 zu 150. Bitte rufen Sie einen Notarzt. Ach, nicht nötig. Der kommt mit der Feuerwehr. Ich brauche keinen Notarzt. Lust zu meditieren? Die Hütte brennt wortwörtlich. Und du willst meditieren? Na, jetzt ist das Büro wenigstens leer. Ja. Weil's brennt. Vertrau mir einfach. Es gibt keinen Grund zur Panik. Bitte bilden Sie Zweierpärchen und verlassen Sie umgehend das Büro. Wir praktizieren jetzt eine tibetische Meditationstechnik, um den Herzschlag zu verlangsamen, die mir ein Lama im Yukan-Tempel beigebracht hat. Ein Lama hat dir Meditieren beigebracht? Also nicht das Tier, sondern... Ich weiß, was ein Lama ist. Schon gut, schon gut. Und jetzt schließ deine Augen und konzentrier dich auf ein Element im Hier und Jetzt. Den Rauchmelder. Gut, ich... Ich hätte jetzt deinen Herzschlag vorgeschlagen, aber gut. Wir konzentrieren uns auf den Rauchmelder. Er umgibt und durchdringt dich. Ich kann ihn spüren. Du bist der Rauchmelder. Ich bin der Rauchmelder. Langsam. Und aufwachen. Besser? Ich bin ein Rauchmelder. Ich bin ein Rauchmelder. Ich glaube, ich habe Dr. Bauer hypnotisiert. Ich riech's immer noch verbrannt. Schade, dass nicht abgebrannt ist. Ich bin ein Rauchmelder. Haben Sie Dr. Bauer gesehen? Ich habe ihn seit dem Alarm nicht mehr gesehen. Der muss mir sowieso noch einen neuen Monitor besorgen. Dr. Bauer, wir dachten schon, Sie wären verbrannt. Ich bin ein Rauchmelder. Haben Sie was geraucht? Lithium! Haben Sie Dr. Bauer gesehen? Nein, aber finden Sie ihn besser schnell. Junge, er ist ja quasi zombifiziert, Mann. Wundert mich nicht, wenn man Lithium raucht. Dr. Rauchmelder, wollen Sie uns Ihr Admin-Passwort geben? Na klar. Für dringende Software-Updates. Oh, Herr Artefact!
loswerden, um den Schock zu verarbeiten? Vier. Backslash. Wenn Sie schon mal hier sind, können Sie mir sagen, weshalb meine Mehrfachsteckdose nicht funktioniert? Was ist das für eine dumme Frage? Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Dankeschön, damit können wir die wichtigen Updates auf jeden Fall installieren. Warum ist das Internet so langsam? Zockt ihr zwar schon wieder irgendwelche Spiele und klaut mein Internet? Was? Nein. Nein, nein. Wo bist du, Doc? Die Hütte brennt langsam ab. Wo ist das Internet? Und wo ist Dr. Bauer? Ich weiß es nicht. Mit diesem Internet kann keiner von uns arbeiten. Und mit diesem Dr. Bauer auch nicht. Ihr seid doch eh alle DAOs. Ihr könnt mit gar nichts arbeiten. Der Begriff DAO bedeutet dummster, anzunehmender User und ist die schlimmste Beleidigung eines Anwenders. Oh, scheiße. Und so endete ihr erster gemeinsamer Tag im First Level. Kleines Problem. Lauf! Was hast du getan? Was hast du getan? Ich habe meditiert und mich dann als Rauchmelder identifiziert. Und ich habe die Kollegen eventuell als dümmste anzunehmende User bezeichnet. Hast du sie noch alle? Keiner bezeichnet uns als DAO. Keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich bin trotzdem sauer. Kannst du dich abschließen? Woher haben die in Rambok? Alles gut bei dir, Bro. Passt, ich habe eine Stahlplatte im Kopf. Und Rückschwung und los! Vielleicht ist es doch ein bisschen schlimmer als gedacht. Willkommen im First Level. Ich glaube, ich pack das nicht. Vielleicht sollte ich doch wieder zurück in den Apple Store. Aber du bist kein Obstverkäufer, du bist ITler! Kein IT-Wikinger. Aber IT-Schamane. Wegen dir war mein Puls zum ersten Mal unter 100. Und meiner das erste Mal über 100. Alter, heulst du? Vielleicht sollte ich auch einfach im Apple Store arbeiten. Kopf, ich bleibe hier. Zahl, du gehst mit mir in den Apple Store. Die hat geschlossen!